Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich mal wieder für euch in World of Warcraft unterwegs, denn ich möchte euch heute hier die mittlerweile neunte Folge von meinen kleinen WoW-Spielzeug-Guides präsentieren. Ja, und das letzte Mal hatte ich ja euch schon gezeigt, wie ihr durch Archäologie gewisse Spielzeuge erspielen könnt. Und heute möchte ich auf die anderen Sekundärberufe eingehen, denn es ist so, dass es sowohl bei Angeln als auch bei Kochkunst noch Spielzeuge zu erfarmen gibt. Und die möchte ich euch heute einfach mal zeigen. Ja, und dazu bin ich hier in Dalaran, wie ihr sicher schon gemerkt habt. Und hier gibt es nämlich die ersten zwei Spielzeuge, und zwar diejenigen, die man durch den Angelberuf erlernen kann. So, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal durch. Dazu hole ich erstmal mein Interface her. Das übrigens einige ein bisschen dubios finden, aber ich komme damit persönlich ganz gut klar, deswegen werde ich es so beibehalten, obwohl ich jetzt hier noch ein bisschen was an den Buttons umschieben muss, damit wir dem mir einiges, also zumindest mit dem Pre-Patch mir hier einiges verschoben wurde. Ja, aber jetzt nicht so viel zum Interface, sondern hier mehr zu den Spielzeugen. Und zwar, das erste Spielzeug ist das Titansiegel von Dalaran. Und dieses erhaltet ihr durch einen Erfolg, der aber wiederum mit Angeln verbunden ist. Denn wir finden ihn hier unter Berufe, dann Angeln und dann scrollen wir ein bisschen, weil das ist schon ein bisschen länger her bei mir. Also das hatte ich hier schon, nee, das ist er nicht. Das hatte ich schon 2010 gemacht, also sprich, das ist eine Weile her. Zum Glück habe ich das Item noch, oder beziehungsweise hatte das Item noch. Und dafür müssen wir hier verschiedene Unterachievements absolvieren, unter anderem hier, wo wir alle Kupfermünzen aus dem Springbrunnen in Dalaran angeln müssen, beziehungsweise auch alle Silber- und alle Goldmünzen. Und ja, das ist eigentlich eine relativ simple Sache. Und zwar stellen wir uns hier an diesen Brunnen hin, also das ist hier auch dieser Springbrunnen, ihr seht das, hier ist die Dalaran-Karte, hier wo es auch die Angel-Daily gibt, da ist dieser Brunnen und ja, da handeln wir einfach die Angel rein und können uns dann hier solche Münzen im Endeffekt erangeln. Und da brauchen wir im Endeffekt alle Münzen, die man sich hier angeln kann. Also sprich jegliche Bronzemünze, jegliche Silbermünze sowie auch jegliche Goldmünze. Schöner Nebeneffekt ist, ihr bekommt ja vier Achievements, also sprich einmal für die Bronze, einmal für die Silber und einmal für die Goldmünzen und dann noch dieses Meta-Achievement, das übrigens auch accountgebunden ist, beziehungsweise accountweit ist. Das seht ihr immer hier an diesem ja bläulichen Titel, beziehungsweise die Unterlegung des Titels durch dieses bläuliche Banner. Heißt, wenn ihr jetzt mit einem Char den Erfolg macht, hier mit den Bronzemünzen, mit dem anderen den mit den Silbermünzen und mit dem dritten den mit den Goldmünzen, dann würde das zusammenzählen und ihr bekommt ebenfalls das Achievement. Ob das Ganze sinnig ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber aus der Theorie heraus würde es funktionieren. Ja, dann erhaltet ihr hier dieses Titansiegel von Dalaran und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Gehen wir hier wieder in den Reiter. Mittlerweile bin ich ja so clever und kann das hier oben eingeben. Und da haben wir es dann auch schon. Und wenn ich das dann einsetze, werfen wir es hoch, wir schnipsen es wie eine Münze und dann kommt halt hier unten raus, ob ich Kopf oder Zahl habe. Wenn euch das eine Entscheidungshilfe ist, wenn ihr eure Entscheidungen so trefft, könnt ihr natürlich immer das Titansiegel von Dalaran werfen, um zu entscheiden, ob ihr nach Kopf oder Zahl agieren werdet. Ja, dann gehen wir zu dem zweiten und zwar gibt es denn diesen ungewöhnlichen Kompass und diesen erhaltet ihr ebenfalls zu angeln und zwar da braucht ihr, Kann ich ja, euch diese helfen? Daily hier. Und dieser Kompass, der kann im Endeffekt in diesem Sack hier drin sein. Und ich würde sagen, die nehmen wir gleich mal an Einsichtig. und schauen, was wir dafür machen müssen. Ja, wir müssen da drüben was angeln. Fliegen wir gleich mal rüber. Und zwar den abgetrennten Arm brauchen wir. So, dann halten. Ist ein bisschen zu seicht hier. Ach. Früher hat das noch automatisch gecancelt. Ich glaube, da muss ich nochmal was umstellen. Also für diese Angelquest ist es so, dass ihr immer an verschiedenen Orten angeln müsst. Zum Beispiel, dass die letzte Quest, die ich gemacht hatte, die war in der boreanischen Tundra. Da musste man ja so Wildtiere umhauen in der Nähe von diesem Deta-Lager. Dann hielt man so einen Debuff. Und mit diesem Debuff, hier können wir das aufmachen, konnte man ins Wasser, hat dann so eine Pfütze hinterlassen. Und ja, wenn man diese Pfütze reingeangelt hat, konnte man so Blutferenzis angeln, die man dann hier wiederum abgeben musste, um den Beutel zu halten. So, den Arm habe ich. So, jetzt muss ich noch den Typen finden, wo ich die Quest abgeben kann. Schauen wir hier mal. Ne, im Schneiderladen ist er anscheinend nicht. Gut, es leuchtet ein. Hier im Erste-Hilfe-Laden steht die Tusse. Geben wir den Arm mal ab und schauen, ob wir Glück haben.
Und diesmal hatte ich leider kein Glück, also wir haben keinen Kompass im Beutel. Aber ich hatte ihn ja gestern schon gefarmt. Ich glaube insgesamt mit 10 Chars und beim 10. war er dann mittlerweile drin, dieser Kompass. Und ich würde sagen, den schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und zwar können wir den hier aktivieren. Das castet auch ein bisschen. Und jetzt habe ich erstmal eine Flagge im Sichtfeld. Ich würde sagen, ich zeige ich das nochmal. Und zwar ist das bei diesem Kompass immer so, dass er sich nach, ich glaube Westen war es bei mir, dass man sich immer dann einfach nach Westen ausrichtet. Ich weiß nicht, ob es in einer anderen Zone anders ist, aber hier war es auf jeden Fall so, dass ich immer nach Westen ausgerichtet wurde. So, eben habe ich euch die zwei Angel-Items gezeigt, aber es gibt noch, wie vorhin schon erwähnt, auch ein Item, das ihr durch Kochkunst kriegt. Und zwar ist es ein umdrehbarer Tisch. Und den gibt es hier auf diesem, ja, bei diesen Ackerbauern hier, auf diesem Halbhügelmarkt. Und da muss ich jetzt aber erstmal noch Was ist dir rausfinden, welche verborgen? Händler. Das war, ich glaube, der hier. Da hat man nämlich auch die Glocke gekriegt. Und ja, hier haben wir diesen Tisch auch. Hier umdrehbarer Tisch. Dieser kostet 40 Eisentatzmarken. Ja, ihr seht, ich habe hier genug, ich kann mir den Tisch kaufen. Für Ja. euch, wenn ihr jetzt nicht genug Marken habt, wo könnt ihr diese herkriegen? Zum einen, wenn ihr hier diese Glocke von Nomi habt, wo habe ich sie hier? Dann könnt ihr ja jeden Tag hier diese Quest annehmen und sie dann gleichzeitig wieder abgeben. Und was für eine Überraschung, man bekommt hier jedes Mal eine Marke. Also sprich, wenn ihr das 40 Tage macht. Eine andere Alternative sind natürlich hier diese Dailies. Also Willkommen auf sprich der hier neuen Reise. bei diesen ganzen Quests, da jetzt nicht, aber bei Oh, den meisten gab hallo. es eigentlich Eisentatzmarken. Ja, hier zum Beispiel kriegt ihr Elektro. diese Marken her. Oder wenn ihr das natürlich ganz schnell haben wollt, könnt ihr auch in der Hauptstadt euch, ja, hier mit diesen Harmonie, also nicht mit den Partikeln, sondern mit den fertigen Dingern, könnt ihr sie umtauschen und dann dementsprechend je Einheit eine Eisentatzmarke holen. Also sprich, das ist doch relativ lukrativ, wenn man so einen Geist der Harmonie umtauschen kann in so eine Eisentatzmarke. Ja, dann sind wir auch schon am Ende von dem Video angelangt. Diesmal waren es leider nur drei Items, aber ich versuche das immer so ein bisschen zusammenhängend zu machen, also so Spielzeuge, die zusammenpassen. Was ich euch noch schuldig bin, ist natürlich, wie der Tisch aussieht. Und zwar, hatte ich ihn gelernt? Nein, hier muss ich ihn noch lernen. Und dann gucken wir uns mal an, was dann passiert. Und zwar, wie ist das um? Da steht auch neu dran. Ja, man schmeißt einfach so einen Ist Tisch. bereit. Das war jetzt natürlich suboptimal, dass ich das einfach eingesetzt habe. Warten wir mal 5 Minuten. So, ihr seht schon, 5 Minuten sind vergangen. Ich habe jetzt so lange gewartet und setze das Ganze hier nochmal ein, dass ihr den Effekt aussehen könnt. Und zwar schmeißt man dann einfach hier, wie ihr gerade gesehen habt, diesen Tisch um. Mehr kann das Item nicht, aber es ist dementsprechend wieder eins Bringt mehr. euch Somit auch dem Erfolg wieder ein Stückchen näher. Ja, damit habe ich euch die drei Items gezeigt, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, dass ich euch damit wieder ein Stückchen weiterhelfen konnte, dass ihr auch so ein bisschen näher an das 100 Achievement rankommt, so wie es gerade mein Plan ist. Eins wollte ich euch noch fragen, bevor ich jetzt das Video hier beende, und zwar, ich hatte ja im letzten Video so ein bisschen Probleme mit dem Sound. Da habe ich jetzt, ja, schon ein paar Stunden rumgebastelt, an was es gelegen hat, also wirklich alles ausprobiert. Und ich glaube, dass es jetzt wieder ganz gut ist. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich wäre euch da ganz verbunden, wenn ich da so ein bisschen Feedback kriegen könnte, ob das jetzt wieder optimal ist oder ob da noch ein bisschen was getan werden muss. Ja. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Sollte das der Fall sein, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, beziehungsweise wenn ihr von solchen Videos mehr sehen wollt, dann wie immer könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.